Aloha Seekräuter und willkommen zum Ausblick hier auf dem Seekräuter-Kanal. Wir haben wieder Buffs und Nerfs für euch und ich will direkt loslegen. Europäischer Zerstörer Friesland, ihr seht ihn hier gerade im Hafen stehen, kann in Zukunft die Türme hier vorne, den einen Turm vorne und den einen Turm hinten um 360 Grad wenden. Das heißt, die Turmdrehzeit ist für die Dampferchen eigentlich nicht mehr besonders erheblich, weil man halt jetzt nicht mehr diesen langen Weg zurücklegen muss, sondern einfach immer dann, wenn er hier steht und du willst dahin zielen, einfach hier um die Ecke dreht sozusagen. Dann gibt es bessere Schusswinkel. Also man kann mit dem vorderen Turm 1 Grad besser wirken und mit dem Heckturm 5 Grad besser. Sorgt also dafür, dass wenn ihr nicht breitseitig steht, sondern angewinkelt im Nebel, möglicherweise einfach relativ gut hier noch über eure eigenen Aufbauten sozusagen mitschießen könnt und so eine Sachen. Ihr seid einfach ein schmaleres Ziel für eure Gegner. Ja? Ihr könnt weniger gut getroffen werden. Und dann gibt es einen Nerf und zwar für die Flak. Die Flak-Werte an sich bleiben so, das defensive Flakfeuer wird verändert. Das hat vorher einen Bonus von 200% gegeben, das gibt jetzt einen Bonus von 100%. Ist immer noch stark genug, um alles mögliche an Fliegern relativ schnell zu entsorgen. Und ihr habt es vorne in der Thumbnail gesehen, es geht diesmal auch wieder um die Siegfried. Auch da gibt es Veränderungen. Leider erstmal ein Nerf oder zwei Nerfs sogar, weil die Reparaturmannschaft nämlich reduziert wird von 3 auf 2 Aufladungen standardmäßig. Das heißt, da kommt das Premium-Verbrauchsmaterial drauf mit einer Aufladung, unser Inspekteur, wenn man ihn denn skillt, noch eine Aufladung drauf. Und dann hat man 4 Aufladungen für die Reparaturmannschaft. Ja, 5 wären immer schöner, 6 wären noch schöner und so weiter. Aber ja, das ist erstmal das, was Wargaming jetzt zum Anfang der Testphase macht. Und dann wird die Top-Reichweite verändert und zwar von 8 auf 6 Kilometer. Das bringt sie quasi in eine Ausrichtung mit der Hindenburg und der Rhone, die auch 6 Kilometer Torps haben. Schauen wir mal, wie die Siegfried sich weiterentwickelt, wenn da sicherlich noch ein paar Änderungen kommen, werden nicht die letzten sein, über die wir hier berichten. Und dann kommen wir zur Yudashi, T7-Zerstörer der japanischen Marine. Nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal vielleicht in unserem Ausblick hier gab es ja schon viele Änderungen, die wir hier kommentieren durften. Diesmal wird die Nachladezeit der Torpedowerfer verändert. 91 Sekunden ist jetzt noch die Nachladezeit, in Zukunft werden es 100 Sekunden sein. Wir erinnern uns, vor einiger Zeit haben sie hier Torpedo-Nachladebooster als Verbrauchsmaterial auf den Zerstörer gebracht. Der ist jetzt in Verbindung mit der kurzen Nachladezeit zu effizient, also wahrscheinlich nur leicht zu effizient, weil man hat am Ende ja nur 9 Sekunden Nachladezeit reingebracht und somit verändert man das jetzt wieder. Mal gucken, ob dann das Schiff zu der Zufriedenstellung von Wargaming balanced ist. Und dann kommen wir zu Summers, T10-Zerstörer der amerikanischen Navy. Da ist Wargaming nicht ganz zufrieden mit der Performance, weil viele Spieler zu viel die Hauptgeschütze benutzen. Ja, einfach mal ganz dumm gesagt. Wir haben vorne und hinten jeweils 2 Türme A2 Rohre. Warum sollte man da nicht die Hauptgeschütze benutzen? Aber das Schiff hat nebenbei halt noch einen anderen großen Vorteil, nämlich die 16,5 Kilometer Reichweite bei den Torpedos. Und eine relativ gute Geschwindigkeit mit 66 Knoten Torpedospeed. Man möchte den Fokus mehr auf die Torpedos richten und gibt dadurch der Hauptbatterie 1 Sekunde mehr Nachladezeit. Das heißt, wenn ihr die ganz weiter sinnvoll nutzen wollt, und nicht nur aus dem Nebel, sondern möglicherweise auch mal in einem Zweikampf oder so, dann solltet ihr Schießgrundausbildung und Hauptbatterie-Modifikation 3 in Betracht ziehen. Das sorgt allerdings auch wieder dafür, dass die Dauer der 180-Grad-Kehre für viele ein bisschen unerträglich wird. 12,2 Sekunden ist es jetzt schon. Das könnte dann locker mal 15 Sekunden werden. Dann müsst ihr da wieder gegenskillen. Also, naja, schauen wir einfach mal, wie sich das dann weiterentwickelt und ob das jetzt schon die finalen Werte sind. Ja, wird die Zukunft zeigen. In dem Sinne, wir streiten weiter und zwar zum nächsten Schiff. Welches da ist? Die Ark Royal, T6 Flugzeugträger der britischen Marine. Und da werden hauptsächlich Veränderungen bei den Torpedobombern und bei den Brandbombern durchgeführt. Schauen wir uns hier mal kurz die Torpedobomber an. Ihr seht jetzt noch die Werte, wie sie jetzt noch sind. Die neuen Werte werden sein, die Geschwadergröße wird auf 9 Flugzeuge erhöht statt 6. Die Anzahl der Torpedobomber an Deck, also quasi eure Reserven, ohne dass neue Flugzeuge an Deck geschoben werden müssen, wird von 9 auf 14 erhöht. Dann wird die Wartungszeit für Flugzeugträger, von wegen für einen Torpedobomber natürlich, von 81 Sekunden auf 59 Sekunden reduziert. Also, das ist eine Gutschrift von 22 Sekunden Flugzeugwartungszeit, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Und dann geht es noch weiter. Da bleibt nämlich nicht bei den Torpedobombern. Es gibt auch noch Änderungen bei den normalen Bombern. Da wird die Penetration der HE-Bomben auf 19 mm erhöht. Damit bleibt einfach mehr Schaden bei den Schlachtschiffen wohl kleben, erhofft man sich. Vor allen Dingen, wenn es dann um die höhere Tierstufe geht. Ne? T8-Schlachtschiffe können ja als Gegner bei T6-Trägern durchaus in Frage kommen. Und die Bomben pro Flugzeug werden reduziert. Nämlich wir haben ja aktuell noch 12 Bomben pro Flugzeug. Bei einer angreifenden Staffel von 3 macht das 36 Bomben. In Zukunft werden es dann nur noch 24 sein, nämlich 8 Bomben pro Flugzeug. Ihr solltet hier auf jeden Fall noch mit reinrechnen, dass die Bomber hier oder allgemein die Flugzeuge bei der Ark Royal sehr, sehr wenig Trefferpunkte haben und sehr, sehr langsam unterwegs sind im Vergleich zu ihren Kompagnons auf der gleichen Tierstufe. Und deswegen ist das auch mit der Flugzeugwartungszeit nachvollziehbar und ich hoffe oder ich denke einfach, dass das Schiff ein bisschen mehr in die Balance bringen wird. Und dann kommen wir zu einem Schiff, was wir schon längere Zeit nicht mehr bei Waffs und Nerfs hatten, nämlich die Bayard, leichter französischer Kreuzer. Und da gibt es nur eine Kleinigkeit an Anpassung, nämlich Wargaming hat ja diese Regel, dass ein Schiff nicht weniger entdeckbar sein darf als die Flakreichweite. Und das wird jetzt eben angepasst, denn wenn man jetzt ja den Tarnungsmeister und so eine Sachen hier reingebaut hat in den Dampfer, dann konnte man ja die Erkennbarkeit unter 5,8 Kilometer drücken. Und 5,8 Kilometer ist die Reichweite der Langstreckenflugabwehr. Und man erhöht jetzt die Sichtbarkeit zur Luft auf 7,16 Kilometer und damit ist es nicht mehr möglich, unter 5,8 Kilometer Sichtbarkeit zu kommen. Und damit hat man ein faireres Spiel gegenüber der Flugzeugträgersparte. Das will man damit erreichen. Ne? Das betrifft immer Schlachter und Kreuzer, die davon, ja, die da balanced werden, dass sie eben nicht kürzer erkennbar sind als ihre Flakreichweite. Bei Zerstörern ist das natürlich außen vor. Da hatten sie ja sowieso für die Balance schon einiges für die Zerstörer getan, indem die halt auch kürzer aufgehen können, als ihre Flakreichweite ist. Zu der Bayard kann man auch sagen, dass mit dem nächsten Update oder eins der nächsten Update dieses Schiff verfügbar sein wird, weil das indirekt schon angekündigt wurde, als man jetzt den Artikel released hat für die Republik-Token und wie man die französischen Zerstörer alle so bekommt, einen Überblick sozusagen über die französische Epoche gegeben hat, konnte man ja auch zwischen den Zeilen lesen, dass da die Bayard erwähnt wurde, dass man da nämlich 250 Republik-Token erfahren kann und so eine Sachen weiß, dann wisst ihr also, dass es nicht mehr lange hin sein wird, bis die Bayard im Spiel sein wird. Und weil wir so schön bei den Franzosen waren, schauen wir uns jetzt direkt die Scirocco an, der französische T5-Zerstörer, den ihr demnächst für Direktiven im Spiel erfahren könnt. Also so ähnlich wie jetzt mit der Hill gerade, wird es dann eben auch eine Scirocco geben, die ihr durch Erfüllung der Direktive am Ende bekommen könnt. Und auch da gibt es eine Veränderung und nicht nur bei der Scirocco, sondern das betrifft auch die Le Terrible, die ja bereits im Spiel ist. Die Schiffe hatten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Getriebe, also Steuergetriebe und der Motor ausfällt. Wargaming hat da als Schuldigen für ausgemacht, dass diese Zerstörer eben quasi selten oder gar nicht im Nebel unterwegs sind, an sich relativ breit und relativ lang sind und damit halt auch viel leichter getroffen werden können. Und sie reduzieren jetzt die Wahrscheinlichkeit von einem Motorausfall und von einem Steuergetriebeausfall für diese beiden Schiffe. In der Hoffnung, dass das dann dazu führt, dass der Spielspaß mit den Schiffen ein bisschen größer wird. Ich kann mir jetzt bei der Le Terrible nicht daran erinnern, dass ich einen überwiegend oder überhäufigen Ausfall von Steuergetriebe oder Motor hatte. Wenn man das vernünftig geskillt hat, ist das sowieso nicht so ein großes Drama. Aber ich freue mich natürlich darüber, weil die Le Terrible habe ich bereits und die bin ich eigentlich ganz gerne gefahren. Und wir machen jetzt direkt dann auch weiter mit den französischen Zerstörern, nämlich die aus dem Forschungsbaum. Und zwar hier mit dem T2-Zerstörer der französischen Marine. Und da gibt es Anpassungen. Und zwar in der Nachladezeit der Hauptbatterie. Die wird nämlich verkürzt von 6 Sekunden Nachladezeit auf 4,8 Sekunden. Außerdem wird die Nachladezeit des Torpedowerfers massiv verkürzt, nämlich über 22 Sekunden von 57 Sekunden runter auf 35 Sekunden. Und der maximale Torpedoschaden wird ebenfalls verringert. Das ist also in dem Fall dann ein Nerf. Aber dafür schießt der Torpedowerfer jetzt weiter oder die schwimmen jetzt weiter, die Eisenaale. Und zwar ist der Alpha-Damage jetzt dann 7433 und die Torpedos schwimmen dafür jetzt eben 7 Kilometer. Also wie ihr seht, die Nachladezeit der Torpedowerfer wird reduziert, die Reichweite wird verlängert, dafür wird der Durchschnittsschaden oder der Alpha-Damage mit den Torpedos geringer. Kommen wir zum T3-Zerstörer der französischen Marine. Da gibt es zweimal Veränderungen und zwar einmal im A-Rumpf.
wo der Torpedowerfer die gleichen Eigenschaften hat wie auf der T2-Stufe. 35 Sekunden Nachladezeit, Alpha Damage 7433 und die Reichweite von 7 Kilometern in Zukunft. Und dann gibt es eine Veränderung beim Rumpf B. Da ist die Nachladezeit jetzt nicht mehr 90 Sekunden, sondern nur noch 52 Sekunden. Der Torpedoschaden wird da ebenfalls auf 7433 gesetzt und die Reichweite der Torpedos auf 7,5 Kilometer. Ja? Also auch da gibt es eine Verbesserung eigentlich überall, bis auf den Torpedoschaden, der dafür natürlich ein bisschen gesenkt werden muss, wenn man seine Sachen häufiger nutzen kann. Wie bei dem T3-Zerstörer gibt es natürlich auch beim T4-Zerstörer der Franzosen Anpassungen. Und zwar, ja, gleich 4 Punkte. Die Nachladezeit der Torpedorohre wird verändert. Hier von 90 auf 75 Sekunden. Der maximale Torpedoschaden wird gesenkt um 3600 Punkte von 14.833 runter auf 11.267. Auch die Torpedoreichweite wird verändert und zwar auf 7,5 Kilometer gesetzt, nicht mehr auf 9, wie es hier noch angegeben ist. Und auch die Torpedogeschwindigkeit ist hier noch mit 60 angegeben. Die ist jetzt genervt worden auf 57 Knoten. Heißt, hier wird die Ausrichtung der Zerstörer mehr auf Gun und Geschwindigkeit vom Zerstörer an sich mit weniger Attraktivität für die Torpedos schon ein bisschen vorangetrieben. Und das schon bei T4. Weiter geht's dann mit der Jaguar und mit der Jipper. Das ist T5, T6. Die haben beide die gleichen Änderungen erfahren. Nämlich eine Torpedoreichweitenverkürzung von 9 auf 8 Kilometer. Und die Torpedogeschwindigkeit wird da aber erhöht, und zwar von 60 auf 68 Knoten. Wir erinnern uns, die T10-Schiffe nachher und T9-Schiffe sollen ja nachher schon Torpedos haben, die 75 Knoten schnell sind. In die Richtung müssen wir uns natürlich in dem Tierbaum hier, in dem Forschungsbaum auch entwickeln. Und das war es jetzt schon zu unseren Ausblickschiffen diesmal. Wir haben alles Mögliche jetzt ein bisschen durchgegangen. Viel war französisch-lastig, deswegen ja auch die Thumbnail so ein bisschen französisch hier angehaucht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch hat es ein paar Infos gegeben. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und gerne auch ein Abo uns weiterempfehlt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.